Lehman Brothers leidet unter unfassbaren 630 Milliarden Dollar Schulden als Folge der Immobilienkrise. Das Management bat gestern noch die amerikanische Notenbank um eine Finanzspritze, doch vergeblich. Heute folgte der Konkursantrag. Das hat der Bald Nase verschillt gemacht. Können Sie mal schauen? Selbstverständlich, Hildebrand. Der Schock. Die Firmenpleite enttäuscht enorm. Ja, ja, wie ist die Lehman pleite? Das ist verheerend. Vermögen werden abzügelt. Der Interbankenmarkt ist im Zusammenkehren. Ist da schon ein bisschen unter Druck? Ja, ganz klar, jetzt mit Lösungen an. Also, ich war dabei als Direktor der Bankenkommission, nachher der Präsident. Wir haben Eugen Haltinen. Und man hat das am Sonntag gemacht und beim Philipp Hildebrand daheim, damit es nicht auffällt. Morgen, Eugen. Hey Philipp. Anders gefunden. Morgen, Daniel. Hallo, Philipp. Gut, hat das geklappt. Komm mit dir. Gut, dass sind die Herren über der UBS schon da. So wird jeder Moment da sein. Ist höchste Zeit. Allerdings. Herzlichen Dank, hat alle Zeit gehabt. Ist eigentlich ganz selbstverständlich so früh am Morgen, dann am Sonntag. Ihr wisst es alle. Der Kollaps in Amerika ist verheerend. In noch Tagen wird unsere grösste Bank zum schwächsten Glied der Kette. Und auf einen Klapp steht eine ganze Volkswirtschaft auf dem Spiel. Meine Herren, wir sind über die Entwicklungen im höchsten Maß beunruhigt. Ja, also der Abgrund hat sich eigentlich wirklich aufgetan am 15. September, wo der Konkurs von Lehman Brothers eröffnet wurde, ist, wo nachher eine riesige Beschleunigung und Verschärfung von dieser Krise gebracht hat. La situation se dégradait très, très rapidement. Die Situation verschlechterte sich sehr, sehr schnell. Es gab das Risiko, dass die UBS in den nächsten Wochen zahlungsunfähig werden könnte. In diesem Moment begannen wir zu handeln. La machine s'est enclenchée. In Amerika sind sie im Gespräch für einen Rettungsplan in der Höhe von 700 Milliarden Dollar. Auch in England und in Deutschland haben erste Gespräche stattgefunden. Und auch wir müssen jetzt zusammen eine Lösung finden. Der Druck ist riesig. Wir müssen jetzt Nägel mit Köpfen machen. Wir müssen uns auf das Schlimmste vorbereiten. Wir gehen davon aus, dass der Tiefpunkt erreicht ist. Die Situation wird sich in den nächsten Tagen stabilisieren. Ja, das kann schon sein. Wir wissen aber von anderen Banken, dass sie einen starken Zufluss von UBS-Geldern haben. Die Leute fürchten, sie seien nicht mehr liquid. Wir dürfen nicht riskieren, Peter. Die UBS muss sich jetzt in dieser Sache helfen. Ja, macht uns natürlich schon Kopfweh. Angenehm ist das nicht. Wir sind immer noch mit privaten Investoren im Gespräch. Lange nicht, Peter. Entweder haben wir heute und jetzt einen grossen Investor, der Kapital bringt, oder wir schauen zusammen mit der Nationalbank für eine massive Entlastung von eurer Bilanz. Wenn sich die Lage noch mal verschlechtert, dann stehen wir dann wirklich am Abgrund. Der Kollaps von der UBS, das wäre für alle eine Katastrophe. Schau, Peter, die Frage ist nicht, ob wir euch helfen. Die Frage ist, in welchem Umfang. Es gibt doch sicher noch andere Möglichkeiten. Es gibt nur eine Lösung. Die Rettung durch die Nationalbank. Und das hat man am 21. September hat man das der UBS-Leitung eröffnet und gesagt, hört, die arbeiten es allein nicht mehr. Wir müssen euch jetzt unter die Arme greifen, müssen die Massnahmen vorbereiten und ihr müsst Folgendes machen. Und dann hat man gesagt, was sie zu tun haben. Und so ist das nachher eingeleitet worden. Sie scheuchen das wie der Teufel das Weihwasser. Sie wollen den Staat nicht dabei haben, sie wollen es ohne Staat machen. Aber dort haben sie gesehen, ja, wir sind langsam an einem Rumpf, wir arbeiten es allein nicht mehr. Ja, also, Philipp, wir könnten doch eventuell. Es gibt auch kein eventuell mehr. Ihr müsst jetzt einlenken. Und ich rufe jetzt am Jean-Pierre an und sage ihm, ihr seid mit dem Stabilisierungsplan einverstanden. Ja, bei einer Sitzung. Was ist? In den Nachrichten. Ich rufe zurück. Was ist Schildknecht? Der Fernseher.
Der Bundesrat Merzli im Kommen. Hier landet der Helikopter der Schweizerischen Rettungsflugwacht auf dem Dach des Inselspitals. Der Flug verlief problemlos. Nach Angaben der Rettungsflugwacht konnte Bundesrat Merz dem Team des Berner Inselspitals in stabilem Zustand übergeben werden. Während wir die Sitzung abgehalten haben mit den zwei Vertretern von UBS, kam die Nachricht, dass der Bundesrat Merz einen Herzinfarkt hatte und auf der Intensivstation in der Insel ist. Und da war man natürlich sehr besorgt. Er hat sich gesagt, ja, jetzt ausgerechnet in dem Moment, wo man die Rettungsaktion starten sollte, fällt der Finanzminister aus. Das ist eine unerwartete zusätzliche Verschärfung der Lage. Ohne Finanzminister Merz verkündet Bundespräsident Couchepin das UBS-Rettungspaket. Madame la conseillère fédérale, Monsieur le Président de la Banque nationale, Monsieur le Président de la Commission fédérale des banques, Mesdames, Messieurs, depuis des semaines. Seit Wochen verfolgt der Bundesrat mit großer Aufmerksamkeit, wie sich die Finanzmärkte verändern. Des marchés financiers. Aufgrund von verschiedenen Lageanalysen, die wir gemacht haben, zusammen mit der EBK, zusammen mit der SNB, haben wir gestern beschlossen, das Maßnahmenpaket gutzuheißen. Mit diesen 60 Milliarden Dollar wird die Zweckgesellschaft die illiquiden Position der UBS übernommen. Am Ende dieser Transaktion ist die UBS völlig befreit von diesen 60 Milliarden schwierigen Positionen, die in der Zweckgesellschaft liegen. Wir haben Zeit, SNB. Die UBS hat keine Zeit. Sie ist permanent unter Druck. Jedes Quartal kommt natürlich Kommentar über die Resultate. Man muss diese Aktiven bewerten. Bei uns, Sie wissen, wir sind da für die Ewigkeit. Wir haben Zeit. Das macht eine große Differenz. Wir können diese Position halten. Wir können ruhig handeln. Krisenjahr 2008. Der Zusammenbruch des amerikanischen Häusermarkts. Die Hypotheken, zu sogenannten Subprime-Papieren geschmiert, werden plötzlich wertlos. Banken wie die UBS verlieren Milliarden. Und weil die Nachfrage nach Konsumgütern ausbleibt, werden Fabriken geschlossen. Wie dieses General Motors Werk. Tausende stehen auf der Straße. Gleichzeitig kurbelt der amerikanische Staat die Wirtschaft an. Dafür braucht er Geld. Viel Geld, das anderswo gesucht werden muss. Der Druck auf das Bankgeheimnis war immer da. Aber durch das, dass die Finanzkrise kam, ist er noch gestiegen. Weil die Staaten natürlich noch mehr Steuereinnahmen gebraucht haben. Sparmaßnahmen, Steuererhöhungen, Subventionen kürzen. Und dann haben sie aus Glaubwürdigkeitsgründen, um das ihren Leuten zuzumuten, haben sie auch müssen dafür sorgen, dass die bis jetzt das Geld umversteuert in der Schweiz hatten, an die Kasse kommen. Im Visier die Großbank UBS, soeben gerettet dank Schweizer Staatshilfe. Für die USA die ideale Bank. Ein Testfall im Kampf um Steuermilliarden. Ich glaube, den Amerikanern ist es darum gegangen, ein abschreckendes Beispiel zu statuieren. Und da ist natürlich eine weltbekannte, grosse Bank, die noch über das hinaus eine schweizerische ist, sehr willkommen gewesen. 17. Oktober 2008, New York. Einen Tag nach der Schweizer UBS-Rettung. Eine Sitzung in der amerikanischen Notenbank. Die Öffentlichkeit weiß nichts davon. Die UBS präsentiert den amerikanischen Justizbehörden ihre Untersuchung über die Steuervergehen, die sie in monatelanger Arbeit erstellte. Von der Firma war der Urs Zulauf, der Chefjurist der Firma. Und er ist der das Dossier nach sehr früh die Risiken hat gesehen hat. Die Analyse war, dass die Amerikaner erst mal nicht überzeugt waren, dass die UBS-Leitung nichts hat gewusst von diesen Steuerhinterziehungsmanöver der Bank und dass sie darauf dringen, dass rasch Kunden rausgegeben werden. Und dass die Amtshilfe, wie es in der Schweiz gewöhnt war, im üblichen Trab, dass das viel zu lang geht und dass es zu unsicher ist, ob das überhaupt klappt. Also war die Message dann,
Wir wollen Kunden nehmen. Punkt. Alex, ich komme gerade aus New York zurück. Die Amerikaner haben die UBS-Untersuchung überhaupt nicht gutiert. Die sehen das völlig anders. Jetzt müssen wir reagieren. Wir sind ja dran, Urs. Wir haben erst gerade vor 3 Tagen das erste von diesen Amtshilfegesuchen genehmigt. Das erste von über 200. Denk einfach an die Zeit. Die UBS-Kunden haben 30 Tage für eine Beschwerde. Und bis das Bundesverwaltungsgericht das Urteil noch bestätigt, geht es noch einmal 3 Monate. Dann kann es gut sein, dass die sagen, die Daten können wir nicht liefern. Das ist aber das normale Verfahren und das weißt du auch. Wir können doch nicht unser Recht brechen. Aus amerikanischer Sicht hat die UBS das Recht verletzt. Darum gibt es das Verfahren. Nach US-Recht müssen sie die Daten liefern. Liefern sie nicht, werden sie angeklagt. Und das überlebt keine Bank, schon gar nicht in so einer Finanzkrise. Wir machen alles, um die Verfahren zu beschleunigen. Dauert spät. Bis jetzt hat er was? 3 Gesuche im Jahr und jetzt auf einmal ist über 200. Was willst du eigentlich, Urs? Der Personalbestand wird ja aufgestockt. Die Steuerverwaltung hat alles gemacht. Die haben uns angerufen, haben mir angerufen. Sie haben gesagt, könnt ihr uns 5 Juristen geben? Sie haben gesagt, wir sind mit den eigenen Verfahren sind wir bis oben aus eingedeckt. Wir können das nicht. Erst etwa ein Jahr später hat dann der Bundesrat entschieden, das Bundesamt für Justiz hat, ich glaube, wir etwa 10 Leute müssen liefern, weil dann einfach Prioritäten gesetzt worden sind. Aber die Steuerverwaltung hat sich schon bemüht, aber es ist einfach, das sind einfach lange Wege im Bund manchmal für so etwas. Baruffle. Im Nachhinein betrachtet, hat die Verwaltung dies zu Beginn wahrscheinlich unterschätzt. So schnell geht das nicht, Urs. So eine Anklage hat ja schlechte Auswirkungen auf die amerikanische Wirtschaft. Das wissen die auch. Möglich. Aber was ist, wenn du nicht recht hast? Was, wenn sie gleich klagen? Ohne Zusicherung von Kundendaten sind die Amerikaner nicht bereit, eine Lösung zu finden. Die Gefahr einer Anklage bleibt und das hat verheerende Auswirkungen auf unsere Volkswirtschaft. Die soll jetzt einfach ein bisschen Geduld haben. Vergiss einfach nicht, was das für unser Land bedeutet, wenn das schief geht. Ja schon, aber wenn wir die nicht liefern, dann stoßen wir an die Grenzen des Bankgeheimnisses. Was ist dir denn lieber? Eine kaputte Bank, die die ganze Schweiz in Abgrund reisst, oder die Namen von 250 amerikanischen Steuerbetrügern ausliefern? Für ihn war es klar von dort her. Alles vertraglich, Gesuch, Amtshilfe oder was man auch immer machen will, das führt zu keinem Ziel. Die Amerikaner sind so geladen, die mussten so lange warten und nichts überkommen. Die lassen sich nicht mehr anders abspeisen. Wochen vergehen. Am 6. Dezember 2008 notiert Urs Zulauf: Die Bundesverwaltung hat nichts Wesentliches unternommen, außer sich zu informieren. Es war harzig, oder wie der Zulauf sehr schön gesagt, es gibt Probleme, die haben die Frechheit, zwischen Departementsgrenzen vom Bund zu fallen, also wo mehrere Departemente gehen, und dann wird es sofort äußerst schwierig, die Maschinerie überhaupt in ein Krisenmanagement hineinzubringen, dass sie effizient untereinander sich dem Problem annehmen und nicht nur Bedenken äußern. Und FINMA hat das wie niemand anders gesehen, weil das ist ja ihr Business, oder die Bankenaufsicht. Die haben ganz klar gesehen, es geht Richtung Eskalation. Und Eskalation heisst nachher, dass die Bank angeklagt worden wäre. Und durch eine Anklage, das hätte wahrscheinlich das Ende der Bank bedeutet. Und dann haben sie gesagt, ja, wenn so eine Bank kaputt geht, dann trifft das nicht nur die Bank und nicht nur die Aktionäre, sondern das kann die Wirtschaft von der ganzen Schweiz treffen. Endlich, am 19. Dezember 2008, akzeptiert der Bundesrat den Vorschlag der Bankenaufsicht FINMA, die Lieferung der 250 Namen außerhalb des regulären Verfahrens vorzubereiten. Bankgeheimnis hin oder her. Doch ein Bundesrat hat Bedenken. Seine Abteilung versucht, Urs Zulauf das Dossier zu entziehen.
Ich glaube, das haben wir erst hinterher vernommen. Aber also, man hat sich natürlich gewundert, was sich die vorgestellt haben. Aber es ist ja nachher nicht so weit gekommen. Also ist es ja egal, ob die mal das hätten wollen. Man hätte sogar können sagen, wunderbar, macht euren Dreck allein. Nehmt das Dossier, es ist nicht unser Bier. Wenn ihr es besser lösen, macht es. Aber das, da hätten sie dann wahrscheinlich keine Lust gehabt drauf. Es ist das Departement von Bundesrat Hans-Rudolf Merz, das Widerstand leistet. Merz erklärt im kleinen Kreis, er könne die politische Verantwortung nicht übernehmen. Sein Chefbeamter Alexander Karrer versucht noch einmal, die Datenlieferung zu stoppen. Er schickt Bundesrat Merz eine Notiz. Der schmerzvolle Abschied vom Bankgeheimnis. Dann machen wir einen neuen Absatz. Herr Bundesrat Merz, ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Weitergabe von Kundennamen außerhalb des Amtshilfeverfahrens die wohl schlechteste aller Varianten ist. Dieses Vorgehen würde den Bundesrat in eine äußerst schwierige Lage versetzen. Die Medien würde ja sonst den Bundesrat zum Totengräber vom Bankgeheimnis machen. Das können wir nicht zulassen, Gottfried Stutz. Soviel ich weiß, hat er sich sehr für die Verteidigung des Bankgeheimnisses eingesetzt. Das ist sicher ehrenvoll. Ob es realistisch war, ist eine andere Frage. Die Ereignisse haben gezeigt, dass eine gewisse Flexibilität wünschbar gewesen wäre. Man kann aber einem Funktionär nicht vorwerfen, dass er für seine Überzeugung einsteht. Also weiter. Ich schlage daher vor, dass wir... Im Moment. Ich schlage vor, dass der Bundesrat wieder selbst das Heft in die Hand nimmt. Das vorgesehene Treffen von Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf mit dem amerikanischen Justizminister am 23. Februar bietet dazu eine erste Gelegenheit. Mit besten Grüßen etc. Ja, das ist es, Frau Silber. Bitte abtippen und dann an Bundesrat Merz mailen. Merci. Herr Bundesrat, um was geht es? Madame la Conseillère fédérale, de quoi discutez-vous ce soir? Assez rapidement, on a constaté que les États-Unis ne céderaient pas. Man hat rasch festgestellt, dass die USA nicht nachgeben würden und die Diskussionen innerhalb der Verwaltung für die Schweiz keine günstige Lösung brachten. Man musste deshalb handeln. Die Banken, die Schweizer Wirtschaft und die Schweizer Politik kamen zum Schluss, man müsse eine Einigung mit den USA erreichen. Jetzt ist auch Bundesrat Merz einverstanden. Die USA erhalten rund 250 UBS-Kundennamen. Außerhalb des regulären Amtshilfeverfahrens. Soweit ich das im Kopf habe, waren die Daten auf einem USB-Stick. Und man hat sie an einen FBI-Agent übergeben. Ich denke, das war eine gravierende Verletzung des Bankgeheimnisses. Der Stärkere bestimmte die Regeln. Amerika hat dann die Schweiz erpresst. Und die Schweiz musste realistisch sein und dort den Kopf einziehen. Hat natürlich bedeutet, dass man gesehen hat, dass mehr Schweizer bereit sind zur Rettung von einer systemrelevanten Grossbank und nötigenfalls auch über einen eigenen Schatten und über die normalen Gesetzgebungen und Wege hinwegzuspringen. Also, dass das Bankgeheimnis geknackt werden kann, wenn es nur genügend Druck gibt. Miami, der Morgen nach der Datenübergabe. Die IRS, die amerikanische Steuerbehörde, reicht jetzt beim dortigen Gericht Zivilklage gegen die UBS ein. Es ist die sogenannte John Doe Summons-Klage. Darin fordert die IRS weitere 52.000 Namen. Namen von UBS-Kunden, die Steuerhinterziehung begangen haben sollen. Solche Forderungen hat die Schweiz bisher umgehend zurückgewiesen.
dass der Krieg weitergeht oder dass der Druck weitergeht, das hätte man mit dem müssen rechnen. Aber es ist natürlich brutal, der hat etwas geliefert und am nächsten Tag kommen sie schon mit einer massiven zusätzlichen Forderung. Das hat mich auch so schockiert, persönlich. Also ich denke, das ist eine absolute Geschmackslosigkeit, wenn jetzt die Schweiz eine sonnige Hauruck-Übung hätte machen müssen, das Recht so dehnen, wenden und ich weiss nicht was. Und man gibt ihnen die Dossier und am gleichen Tag die das Enforcement, das sogenannte Enforcement von John Doe Summons vor dem Gericht in die Wege leiten. Das hat mich also einfach wirklich, das hat mich enttäuscht von A bis Z. Die Konferenzschaltung ist aufgeschaltet, sie sind alle da. Die Herren Ambühl, Giraldi, Weiss und natürlich der Herr Karrer. Merci, Frau Jost. Guten Morgen, meine Herren. Guten Morgen. Ihr habt alle vor euch, das John Doe Summons Papier, die Zivilklage. Wie erwartet, die Öffnung des Verfahrens quasi als Antwort auf unsere Lieferung von diesen 256 Kundendaten. Charmant, da haben wir immer gewusst, dass die amerikanische Steuerbehörde ein eigenes Zügli fährt. Die USA und das Schweizer Bankgeheimnis. Eine alte Leidensgeschichte. Nach dem Zweiten Weltkrieg entbrennt der Streit erstmals. Die USA haben Guthaben von Schweizer Banken in Milliardenhöhe eingefroren. Sie fordern Kundennamen. Die Schweiz schickt Minister Stucki nach Washington. Minister Stucki mit seinen Mitarbeitern vor seiner Abreise nach Amerika. Mit Recht sagte Herr Stucki kurz vor dem Start zu den Journalisten: Hier herrscht Nebel, hoffen wir, dass drüben die Sonne scheine. Weil die Schweiz Nazi-Deutschland half, Raubgold zu waschen, gestalten sich die Verhandlungen schwierig. Er hat in Amerika, in mächtigen Amerika, unglaublich gut verhandelt für die Schweiz. Die Schweiz musste zahlen, aber es war sehr erträglich und es war nachher auch erledigt. Und das Bankkundengeheimnis hat die Schweiz nicht preisgeben. Das Parlament führt das Bankgeheimnis im Jahre 1935 ein, also kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. In dieser Zeit versuchten viele verängstigte Anleger, ihr Kapital in der Schweiz zu verstecken. Hier ist es ab sofort geschützt, denn die Parlamentarier haben beschlossen, wer Bankinformationen weitergibt, wird mit Gefängnis bestraft. Das war eine sehr bewegte Zeit in Europa und Leute hatten Angst vor Bolschewismus, vor Nationalismus. Und da wurde der Erfolg des Bankgeheimnisses gegründet. Der Auslöser sie ich glaube, Spitzelaktivitäten waren von Seite von Nazi-Deutschland und von Frankreich auch. Und es ging darum, die Bankkunden zu schützen vor Enteignung von ihren Vermögen. Man kann darüber diskutieren, wie es entstanden ist. Aber ich denke, es ist eher mit guten Absichten entstanden, um Anleger zu schützen, die in Ländern lebten, in denen ihr Vermögen bedroht war. Bedroht aus politischen oder anderen Gründen, die die Schweiz nicht gutheißen konnte. Nach dem Zweiten Weltkrieg der Wirtschaftsaufschwung. Die Blütezeit des Bankgeheimnisses beginnt. Ausländer, die damals ihr Geld in die Schweiz bringen, wissen, keiner erfährt davon. Und weil rundherum hohe Inflation herrscht, ist die Schweiz zusätzlich attraktiv. Es gibt Leute, die haben den Grossvater das ganze Vermögen mit der Inflation verloren. Wir müssen uns bewusst sein, bis 1972 gab es noch Diktaturen in Europa, Spanien, Griechenland, Portugal. Und das ist klar, dort hat es eine ganz andere Aufgabe gehabt. Dort hat es einen Schutz gehabt, auch vor dem Staat. Und der war auch legitim. Dass man die Leute vor einer Diktatur geschützt hat, war, glaube ich, legitim. Und mit der EU und mit der Demokratisierung von Europa hat sich das natürlich in eine Richtung entwickelt, wo das viel weniger Legitimität hat, als früher nötig war. Die Staaten haben angefangen, zum Teil exorbitante Steuern erheben. Desto mehr ist das ein Thema geworden. Also, ich mag mich gut erinnern, England hatte mal einen Grenzsteuersatz von 99%, 100'000 Pfund
verdient hat, hätte 99'000 Pfund müssen abliefern. Das hat natürlich dazu geführt, dass die Leute versucht haben, auszuweichen. Was das genau bedeutet, ist, dass das Bankgeheimnis mehr und mehr benutzt wurde, um Steuerhinterzieher, durch Steuerhinterziehern eine Möglichkeit zu geben, ihr Kapital in der Schweiz anzulegen. Das Bankgeheimnis hat sicher geholfen, Private Banking-Kunden, Privatkunden, Reiche, herzubringen aus dem Ausland. Und Steuerhinterziehung ist quasi akzeptiertes Geschäftsmodell gewesen, dass man Kunden nimmt, die ihre Steuern nicht gezahlt haben. Es hat ermöglicht, dass man Steuern hinterzogen in anderen Staaten, insbesondere auch in Rechtsstaaten. Und dass das natürlich etwas war, wo befreundete Staaten überhaupt nicht geschätzt haben, ist irgendwie nachvollziehbar. Ob das versteuert war oder nicht, haben gefunden, das ist nicht unsere Sache, das zu überprüfen. Es sind die goldenen Zeiten für Schweizer Banken. Doch immer wieder flackert Kritik auf. Zum Beispiel in den 80er Jahren. Die sozialdemokratische Bankeninitiative. Ich wollte dann einfach das Bankgeheimnis abschaffen. Mit all den bekannten Gründen. Wir haben nur, das diene eben nur für die Steuerhinterziehung und also kriminelle Gelder, Gelder von Potentaten und so weiter. Und dagegen haben wir uns gewehrt. Diese Bankeninitiative, die schränkt die Konkurrenzfähigkeit ein. Sie schadet dem Bankblatt Schweiz. Sie schadet dem Vertrauen in die Banken. Und damit schadet sie doch eindeutig auch unserem Arbeitsplatzangebot in diesen Bereichen. Sie mögen uns ja volkswirtschaftlich wenig Vernunft zutrauen, aber so viel haben wir schon in der Primarschule gelernt, nämlich dass Banken eine wichtige Funktion haben. Aber sie haben nicht einen Staat im Staat zu sein und sie haben nicht das Recht, eigene Gesetze quasi privatim zu erlassen. Von daher, Herr Blocher, wie immer man diese Bankeninitiative beurteilt, aber ihre Art, das einfach als landesschädigend darzustellen, das ist unqualifizierbar und weisen wir in aller Form zurück. Es war eine gute öffentliche Diskussion, weil er gesagt hat, nur die grossen Steuerhinterzieher, die muss man packen. Und kleine gibt es eigentlich gar keine. Und ich kenne die kleinen Leute besser als Industrielle. Ich habe gesagt, du wirst dich noch täuschen. Die Initiative wird abgelehnt. Nur 27% stimmen zu. Einerseits hat es wahrscheinlich Leute gehabt unter den Schweizern, die vielleicht hinterzogen haben, gefunden haben, das müssen wir jetzt nicht unbedingt haben, dass das Bankgeheimnis fällt in Steuersachen. Und zum anderen hat man natürlich auch immer damit können argumentieren, dann gehen Arbeitsplätze verloren, es werden Kundenvermögen abfließen, wenn wir diesen Vorteil nicht mehr haben. Also es hat sicher mehrere Faktoren gehabt für die haushohe Niederlage. Und damit ist das Bankgeheimnis oder das Steuerhinterziehungsbankgeheimnis quasi direkt demokratisch noch legitimiert worden. Das Bankgeheimnis. Eine Institution. Für den Missbrauch sei die Schweiz nicht verantwortlich, heißt es noch im März 2008. Das Schweizer Bankgeheimnis ist nicht die Ursache der Steuerhinterziehung in anderen Staaten. Dafür sind meist volkswirtschaftliche, fiskalische oder private Gründe verantwortlich. Da hat die herrschende Mehrheitsmeinung wiedergegeben und hat entsprechend kämpferisch auftreten. Den Angreifern auf das schweizerische Bankgeheimnis kann ich allerdings voraussagen, an diesem Bankgeheimnis werdet ihr euch die Zähne ausbeißen. Es steht nämlich nicht zur Disposition.
Wissen Sie, in der Politik macht man manchmal Äußerungen, die übrigens sehr ernsthaft sind. Ich bin überzeugt, seine Deklaration war ernst gemeint. Das ist ein sehr gutes Beispiel, dass man vorsichtig sein muss, wenn man so absolute Statements macht, wie das Bankgeheimnis wird ewig da sein und so weiter, und da werden sich die Zähne ausbeißen. Alle Informationen zeigten, dass es immer schwieriger wurde und man entweder Zeit gewinnen musste oder... Der Druck zu handeln wurde immer stärker. Anfang dieses Jahrtausends war es klar, dass so viele Änderungen auf das Bankgeheimnis zukommen und auch mit der technologischen Entwicklung, dass es eine Frage der Zeit ist, wie lange es bestehen kann. Und auch vom Druck, der von außen kam, speziell innerhalb Europa, weil die eigenen Länder scheinbar nicht in der Lage waren, weder Deutschland noch Frankreich, ihre Leute zu überzeugen, dass sie keine Steuern hinterziehen. Die Welt bewegt sich und ein Jahr später mussten wir uns anpassen. Tatsächlich, fast auf den Tag genau ein Jahr später, der Abschied vom traditionellen Bankgeheimnis. Die Wortwahl ist jetzt nicht mehr markig, sondern technokratisch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Bundesrat hat heute beschlossen, dass die Schweiz den OECD-Standard bei der Amtshilfe in Steuersachen gemäß Artikel 26 des OECD-Musterabkommens übernehmen will. Si vous regardez... Wenn Sie die Szene anschauen, dann sehen Sie, dass Merz einen anderen Gesichtsausdruck hat als damals, als er im Nationalrat erklärte, die anderen würden sich am Bankgeheimnis die Zähne ausbeißen. Sein Ausdruck an der Pressekonferenz ist ein ganz anderer. Es war eine große Enttäuschung für ihn, aber er ist Realist. Das ändert sich jetzt, weil wir im Verhältnis zum Ausland Betrug und Hinterziehung nicht mehr unterscheiden. Natürlich ist das eine Schwächung des absoluten Bankgeheimnisses. Der Wandel ist sehr rasch gekommen. Das hat eben etwas mit der Finanzkrise und nachher der Staatskrise zu tun. Und das hat auch etwas damit zu tun, dass man wahrscheinlich hier in der ideologischen Befangenheit vielleicht zu wenig wahrgenommen hat, wie sich das Umfeld geändert hat. Das hat sich nicht von einem Tag auf den anderen geändert. Aber man hätte es vielleicht nicht wahrhaben, weil man eigentlich gerne an diesem alten Modell hätte festhalten. Und dann nimmt man halt die negativen Signale weniger wahr. Altbundesrat Merz will sich heute nicht mehr öffentlich dazu äußern, betont aber, er habe stets im Landesinteresse gehandelt. Fakt ist, ab März 2009 gilt das Bankgeheimnis für Steuerhinterzieher nicht mehr. Doch die USA wollen noch mehr. Sie verlangen rückwirkend 52.000 Namen von angeblichen Steuerhinterziehern. Mit der John Doe Summons-Klage eingereicht, nur einen Tag nachdem die Schweiz 250 UBS-Namen lieferte. Und die US-Behörden wollen die Daten praktisch per sofort. Jetzt verlangt die IRS die 52.000 Kundendaten. Und das ist das Erschreckende. Sie wollen, dass der US-Richter der UBS nur 10 Tage Zeit lässt für eine Antwort. Das ist, wie ich vorausgesagt habe. Die IRS macht nicht mit. Wenn sie mit dem durchkommen, sind wir wieder gleich weit. Dann steht UBS wieder vor dem Abgrund. Nein, da bin ich anderer Meinung. Vor dem US-Richter hat die Schweizer Rechtsauffassung absolute Chancen. Aber wir von der FINMA können es nicht mehr machen. Die Eidgenossenschaft muss sich jetzt als Partei in das Verfahren einbringen. Das ist möglich in den USA. Der Herr Zulauf hat den Bundesrat Merz angeschrieben und hat es per E-Mail gemacht, aber mit dem Brief, den man unterschrieben hat, quasi per E-Mail verschickt, und hat ihn aber auch an viele andere Empfänger in der Bundesverwaltung, hohe Chefbeamte in anderen Departementen geschickt, quasi um denen zu zeigen, um was es geht. Und ich glaube, es war das, was speziell nachher
in falschen Hals ist gekommen. Wir haben nachher eine Rüge bekommen vom Bundesrat März, dass wir, also die Rüge ist an den Präsidenten gegangen, quasi mit der Mitteilung, also, da hat irgendein Mitarbeiter um 14.14 Uhr ein Mail rausgelassen an mich, das geht nicht, mit mir verkehrt man auf der höchsten Stufe, da muss der Präsident unterschreiben. Aber was sie wahrscheinlich gestört hat, am meisten war, dass wir andere Departemente einbezogen haben, also quasi in diesem Dienstweg innen noch andere können drin sehen und vielleicht gesehen, hey, da müsste man etwas machen. Also, sie haben sich unter Druck gefühlt im Finanzdepartement. Zulaufs Reaktion auf Miami sei übertrieben gewesen, rechtfertigt sich Merz noch heute. Und die Schweiz habe ja gehandelt, sagt er. Die Schweiz intervenierte, indem sie einen Amicus-Kurierbrief ans Gericht in Florida sandte. Das bedeutete für uns, dass das juristische Verfahren, welches von der Schweiz verlangte, 52.000 Namen zu liefern, nicht nur die UBS betraf, sondern auch unsere Rechtsordnung und unsere Souveränität. Wir sahen unsere Rolle darin, unsere Rechtsordnung zu schützen. Und deshalb haben wir uns entschlossen, einzugreifen. Sommer 2009. Das Gerichtsverfahren beginnt. Die UBS-Anwälte sind in Florida. Und auch die Eidgenossenschaft hat ihre Vertreter geschickt. Einer davon ist Rudolf Wies. Wir waren in einem Training bei einer amerikanischen Anwaltskanzlei, wo man uns gesagt hat, wie man sich vor einem amerikanischen Richter benehmen muss, wie man antworten muss, wie man auftreten muss, was für Rechte, was für Pflichten man hat. Und wir haben noch so ein Schlussszenario gemacht. Und kaum war das fertig, haben wir gesagt, so, jetzt gehen wir ein Bier trinken. Und dann läutet das Telefon. Und dann war mein damaliger Chef, Direktor Leupold, dran und hat gesagt, du, wir haben einen Vergleich erreicht. Oder wir haben eine Lösung jetzt können skizzieren. Und das hätte für uns bedeutet, Gottlob, müssen wir nicht vor das amerikanische Gericht. There has been an agreement reached in the litigation. Unsere Regierung und die Schweizer Regierung haben eine Einigung erzielt bezüglich des UBS-Rechtsstreits in Florida. Der UBS-Staatsvertrag. Darin geben sich die USA mit 4.450 statt 52.000 Kundennamen zufrieden. Vermutlich hat die Schweiz das Beste rausgeholt, was die Schweiz als Schweizer System herausholen kann. Anstatt die 52.000, die sie verlangt haben, musste ich sagen, wow, nur 4.450 oder 4.500 von den höchsten Kontenständen her müssen rausgegeben werden. Die Leute, die dort oben verhandelt haben, Staatssekretär Ambiel, Direktor Leupold und andere, haben wir eigentlich gefunden, die haben einen sehr guten Job gemacht. Vor allem der Leupold hat da sehr gute Rolle gespielt, als der Chef vom Bundesamt für Justiz hat gesagt, ich vertrete das Recht. Und das haben auch die Amerikaner estimiert. Der Konflikt scheint ein für alle Mal gelöst. Der Vertrag zwischen der Schweiz und den USA deckt nämlich auch Fälle anderer Banken ab. Die amerikanische Seite war immer der Meinung, sie möchte sich vorbehalten können, in einem späteren Zeitpunkt auch andere gleichgelagerte Fälle durchzuziehen. Und da hat sie auf eine Erklärung gedrängt, die eben erlaubt, dass man gleichgeartete, gleichgelagerte Fälle gleich behandeln könnte. Das Problem, das nachher kam, ist,
war, dass vor dem Bundesverwaltungsgericht das Abkommen um die Regierungen als nicht genügend angeschaut worden ist, wo Kunden haben, Beschwerden gemacht gegen Amtshilfeleistung. Hat das Bundesverwaltungsgericht gesagt, das reicht nicht. Und dann musste man ins Parlament gehen und quasi einen Staatsvertrag durch das Parlament durchbringen, um das abzusichern. Also der erste Schritt hat offenbar nicht gelangt, juristisch. Durch das Bundesverwaltungsgericht später entschieden hat, dass das Abkommen nicht innerhalb des bestehenden Rechts ist, sondern neues Recht schafft und ergo ein Parlament muss unterbreitet werden und vom Parlament genehmigt muss werden, das hat natürlich die Situation verändert. Michael, ich verstehe das schon, aber ich sehe das anders. Jetzt müssen wir in diesen sauren Apfel beißen und trotz dem Urteil mit dem UBS-Abkommen wie gehabt weitermachen. Das Parlament muss jetzt das Abkommen auf die anderen Banken ausweiten. Nein. Michael, mit dem Offenlegungsprogramm der Amerikaner haben sich doch schon Tausende von Kunden selber angezeigt. Die wissen doch haargenau, wer noch undeklarierte Konten hat und dass die UBS nicht die einzige ist. Du, die sind nicht so naiv. Früher oder später kommt jede dran. Der Zulauf hat er relativ früh gesagt, also man müsste eigentlich. Man müsste das anwenden auch auf andere Banken. Und das wollte man nicht wahrhaben, weil dann konnte man die Fiktion nicht mehr aufrechterhalten. Es sei ein UBS, es sei ein absoluter Ausnahmefall. Und sonst sei alles noch wie gehabt und intakt. Und niemand anders sei betroffen. Es sei also ein Sonderfall. Wir müssen doch schauen, dass wir die Erklärung in diesem Abkommen auf die anderen Banken ausweiten. Dann haben wir eine saubere Sache und dann endlich Ruhe. Michael, das ist die Realität. Alles andere ist der Kopf ins Sand gesteckt. Hat man die Erklärung angewendet, dann würde heute die CS ihre Probleme bereinigt haben. Oder eine ZKB oder eine Basler KB. Es ist auch klar, wie die Bereinigung stattgefunden hat. Es wäre auch klar, was der Preis dahinter ist. Und man wäre schon lange wieder eigentlich. Man könnte sich um die Zukunft kümmern, oder? Wenn sie anwendbar wäre, rein hypothetisch, das hätte also bedeutet, wenn sie die Erklärung würdet umsetzen, dass die Fälle von der Bank B, C, D gleich müsst lösen wie die UBS. Das heisst, die hätten dann jeweils ins Parlament gehen und die hätten nach dieser Vorstellung eben immer neues Recht geschaffen. Und das ist etwas, wo der Bundesrat aus meiner Sicht sehr zu Recht nie wollte. Er hat immer gesagt, wir wollen die Probleme, die wir haben oder die Banken haben, mit den USA auf der Basis des bestehenden Rechts lösen. Das hat die Schweiz selber verbockt, sozusagen, wenn man den Ausdruck bringen will. Und ja, das ist Politik. Diesmal haben die amerikanischen Steuerfahnder auch kleinere Geldinstitute und sogar Kantonalbanken im Visier, wie die Recherchen von Anna Gossenreiter und Andi Müller zeigen. Das US-Justizministerium droht gleich 10 Schweizer Banken. Die Credit Suisse soll Daten über amerikanische Steuersünder liefern, aber auch die Privatbank Julius Bär. Schaut. Die kleine St. Galler Bank wird erwähnt und offenbar auch zwei Banken mit Staatsgarantie. Die Zürcher Kantonalbank und die Basler Kantonalbank. Das kann teuer werden. Selbst der Geschäftsführer der Schweizerisch-Amerikanischen Handelskammer staunt. New York im März 2013. Die Manager der kleinen St. Galler Privatbank Wegelin auf dem Weg zum Gericht. Die USA haben die Bank angeklagt. Sie musste ihre Schalter schließen. Und 74 Millionen Dollar Buße bezahlen. Die USA haben den Druck massiv erhöht. Ja, also das ist eigentlich eine logische Folge. Dass es nicht ein UBS-spezifisches, exklusives Problem war, sondern dass. Und das nehmen natürlich, beziehungsweise dass die Amerikaner, die US-Steuerbehörden, durch die Offenlegungen, die Kunden gemacht haben, sehr viele Informationen bekommen haben, die gezeigt haben, aha, da hat es noch andere Banken, da hat es andere Berater, da hat es Anwälte. Also sie haben viel mehr Informationen gehabt und konnten damit weiter anfangen, die nächsten Banken ins Visier nehmen. Logische Folge.
Und das ist nachher auch so, wie wir in die zweite Runde sind eingestiegen mit den Amerikanern, wo man ab 2011 Verhandlungen geführt hat, eben für andere Banken, meine Banken BCD, für die hat man nachher Verhandlungen geführt und hat auch wieder gesagt, innerhalb des bestehenden Rechts. Und die Konditionen von dem zweiten Paket kennen wir, die sind miserabel. Miserabel. Wir können Ihnen heute das Resultat präsentieren einer dreijährigen Diskussion und auch einer dreijährigen intensiven Auseinandersetzung unter der Verhandlungsleitung von Staatssekretär Michael Ambühl mit vielen, vielen Auf und Abs während dieser drei Jahre. Der sogenannte US-Steuerdeal. Wenn eine Bank amerikanisches Steuerrecht verletzt hat, kann sie nun ihre Altlast bereinigen. Sie muss dazu den USA melden, wie viele US-Konten sie seit August 2008 verwaltete. Die Bank muss eine Buße bezahlen, aber sie entgeht einer Anklage. Die Amerikaner haben jetzt relativ saftige Bussensätze festgelegt. Sie haben aber auch gesagt, die jetzigen Fälle sind nicht direkt vergleichbar mit dem Fall UBS. Weil die Banken, die nach der UBS, nach dem UBS-Vorfall noch amerikanische Steuerpflichtige aufgenommen haben, wissend, dass die Steuern hinterziehen, die haben natürlich ein höheres Verschulden als die UBS. Das ist eine Argumentation, die man bis zu einem bestimmten Grad nachvollziehen kann. UBS hat etwa 4% der Vermögen gezahlt, Wegelin 7, 8, je nachdem, wie man es rechnet. Oder? Und jetzt redet man von bis 40%. Das ist die Situation. Also die Konditionen sind um Dimensionen schlechter. Man muss sich einfach mal vorstellen, die sind um Dimensionen schlechter. Je länger der mit der Problemlösung zuwartet, desto teurer kommt sie. Wenn wir die Rechtsordnung so hat oder so interpretiert hat, dass man mehr nehmen können liefern. Steuersünder an Pranger oder an die amerikanischen Behörden ausliefern, dann hätte man weniger müssen jetzt selber als Finanzinstitut blüten mit teuren Bussen. Für uns Schweizer, glaube ich, ist entscheidend, dass eben die Lösung im Rahmen von unserem geltenden Recht ist. Also wir keine Amtshilferegelung müssen ändern. Wir mussten kein neues Gesetz machen, sondern unser Recht, das wir anwenden. Und das wenden wir an und liefern Amtshilfe bei diesen betreffenden Fällen. Der Abschied vom Bankgeheimnis. Er ist nicht nur schmerzvoll, sondern auch teuer. Noch ist offen, für wie viele Banken er gar existenzgefährdend ist. Das kostet die Banken viel, aber es sind die Banken, die für diese Schwierigkeiten verantwortlich sind. Aber das müssen die schweizerischen Banken natürlich auch wissen, dass das so ist. Oder hätten sollen wissen. Dann macht man auch keine strafbare Sache, die gegen ein amerikanisches Gesetz verstoßt. Insgesamt müssen wir sagen, ist dieser Übergang jetzt eigentlich bis jetzt gut gelungen, weil relativ wenig Geld aus der Schweiz abgeflossen ist bis jetzt, weil ein Großteil der Kunden ihr Geld auch zwar deklariert hat inzwischen, aber ihr Geld hier gelassen hat. Es gibt sogar Zuflüsse, die zwar relativ gering sind, nicht mehr so groß wie in der Vergangenheit. Und wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, wird die ganze Sache keinen großen Schaden für die Schweiz bringen. Allerdings, wir wissen nicht, wie sich das weiterentwickeln wird, weil doch ein Anreiz für eine gewisse Gruppe von Leuten nicht mehr vorhanden ist, nämlich diejenigen, die Steuern sparen oder hinterziehen wollen.